wait forever. Sorry, Miss Jackson. Ooh, for real. Never meant to make your daughter cry. Apologize a trillion times. Hallo Sportsfreunde und willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 16 Karrieremodus. Heute mit dem FC Bayern natürlich gegen Atletico Madrid in der Champions League. Und hoffentlich seid ihr alle richtig gut ins Jahr 2016 gut rübergerutscht. Das ist das allererste Video. Es kam jetzt seit vier Tagen oder sowas kein Video. Ja, und ich hab so jetzt noch vor der Aufnahme mal nachgeschaut, nochmal kurz auf meinen Kanal nochmal ein bisschen geschaut. Und dann sehe ich einfach so 31 Aufrufe auf der letzten Folge von Harry Kane. Ja, einfach richtig krass, nur weil ich da der Triple Info von Harry Kane ist das ja, ist ja dann rausgekommen an dem Tag, wo ich aufgenommen habe, am Mittwoch. Ja, und spielen wir gegen Atletico Madrid. Ja, die haben sehr schöne Trikots, ganz okay Trikots im schönen geschlichten Blau mit bisschen dunklerem Blau. Ja, und wir starten einfach mal so rein. Und müssen die jetzt halt mal zerlegen. Aus Madrid, wie die anderen aus Madrid haben wir auch schon zerlegt hier. Ja. Komm. Also, das ist mich mit Vidal. Ja. Dann war eigentlich Robben. Wenn mich nicht alles täuscht eigentlich. Ich kann hier Alaba nicht benutzen, ne? Nee, kann ich nicht. Nee. Egal. Ja, wenn ich Robben spiele, dann kann ich ihn Alaba nicht benutzen. Irgendwie. So komisch. Aber naja, wir starten einfach mal so rein. Gegen Atletico. Und dann 32 Jahre den alten Arjen Robben auf dem Flügel haben wir hier. Ja, wir spielen heute ohne Douglas Costa. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn dabei habe. Ja, ich habe ein paar Tage jetzt auch nicht mehr FIFA gespielt. Habe jetzt gestern habe ich aufgenommen. Über WWE 2K16 habe ich aufgenommen gestern. Ja. Und wird auch, glaube ich, heute noch kommen. Ja, ich weiß noch nicht genau, ob es jetzt heute ist oder morgen. Ja. Weil der, ich sag, kann schon mal eins sagen, der Kampf, der war einfach Premium. Ja. Der war Premium, der Kampf. Jo. Wenn euch für WWE interessiert, schaut einfach mal auf meinem Zweitkanal vorbei. Da probiere ich auch mal jetzt dann öfters Videos zu bringen. Ich krieg's irgendwie noch nicht so wirklich hin, weil ich irgendwie immer so richtig spät aufnehmen erst kann, weil ja bei mir immer so viel los ist und ja, so laut. Wenn es so laut ist, will ich nicht aufnehmen, weil das hört man ja in der Aufnahme, wenn es zu laut ist im Hintergrund. Ja, ist ja nicht schön, oder? Oder wollt ihr da irgendwelche lauten Hintergrundgeräusche im Hintergrund haben? Ja, das ist ja auch nicht immer so doll dann. Ja. Und hier, Torres, oh, da ist aber Manu. Der Manu ist da am Kasten. Ja, jetzt kommt er auch dann, es wird ja dann am 11. wird er die Weltfußballer war und dann kommt auch noch dann das Team des Jahres und so weiter noch raus. Ja, kommt er dann alles noch raus. Jetzt hat dann in diesem Jahr, im Januar. Ja. Da wird es dann vielleicht auch noch Pack Openings geben auf dem Kanal, ja. Ich habe da schon noch ein bisschen Weihnachtsgeld und so noch dafür. Ja, so um die 200 Euro. Ja. Und da werde ich vielleicht dann dadurch ein Pack Opening machen für alle. Weil es wird ja mal unterschiedlich rausgebracht, dieses Team of the Year. Ja. Wird ja dann unterschiedlich rausgebracht, dann da kommt als erstes ja die Innenverteidiger und der Torwart kommt da dann raus, dann kommt das ganze Mittelfeld raus, dann kommt der Sturm raus. Ja. Und dann am Schluss, glaube ich, noch dann das komplette Team halt, dass es das komplette Team zu ziehen ist. Ja. Dass man hier dann ein komplettes Team dann noch am ziehen kann. Ja. Dann schickt man hier mal Müller hier auf der Außen. Wir reden mal hier mal ein bisschen mehr über das Spiel. Dann wird Müller auch noch gelegt, ist auch kein Freistoß. Ja, Oblak kann hier abstoßen. Ja. Ist ja nicht so doll gewesen jetzt hier. Wir geleistet haben in dem Angriff. Ja, da spielen die Madrilenen sehr stark. Warum? Ich sag zu beiden immer Madrilenen, weil es für mich beides sind, ne? Weil die beide auf Madrid kommen.
So, Götze. Wartet auf Ribéry und. Ah, Ribéry bekommt den Ball aber nicht. War sogar ein Foul, ne? Das war ein Foul, aber das an Müller war nichts. Mhm. Sehr logisch. Schiri. Ja. Aber naja, was soll man machen, ne? Der Schiri bestimmt ja hier immer, wie es hier abgeht. Wollte eigentlich mehr Ultimate Team auch mal sehen hier von mir dann. Mehr Ultimate Team. Boah, der wäre so schön gewesen. Und Mustafi. Der hat sich so gut durchgetankt. Ja. Und schon sehr komisches Spiel bis jetzt. Nicht viele Torraum-Szenen. Ja. Pässe kommen auch nicht alle bei uns an. Bei Madrid kommen sie öfter an. Ja. So. Vidal. Wohin, Vidal? Wohin? Alter, man will ja den so schicken, anstatt ihn, dass er ihn anders schickt. Ja, dann hat Alarm. Ruhig wieder nach hinten spielen. Ja, schön ruhig spielen. Und jetzt kann man den schicken in Ribéry. Jetzt kann man ihn schicken. Fake Shot in die Mitte, komm. Okay, dann lass mich halt laufen. Schade. Dachte ich kann noch abschließen richtig und dann nee, er grätscht nur dazwischen. Bin hier alle aber auf der Außen. Jetzt er läuft sich perfekt frei auf der Außen. Boah, super Scoop-Turn, Mann. Super. Super von Götze. 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 Alaba kommt, legt sich den Ball ein bisschen weiter vor. Schade, Juan Fran. Auf Torres. Nicht der Fernando. Fernando ist nicht hier im Team, glaube ich, bei denen gerade. Nicht in der Startaufstellung. Ah, Jackson Martinez. Antoine Griezmann. Auf Torres. Der gegen Alaba, aber Alaba hat einen Körper, Alter. Der macht es. Hat gut Tempo. Hat einen guten Körper. Ja. Und dann macht er das dann auch schon. Müller. Ich will, dass er Ribéry schickt. Was macht er? Er will Lewandowski schicken. Lewandowski. Ich habe jetzt Lewandowski, habe ich Lewandowski gesagt, Mann. Alter Schwede. Oh, das ist wieder Torres. Boom, weg ist er. Ne, das war Thiago. Und nicht unser Alcantara. Ja. Ein gutes Match. 0-0. Und ist zu Hause, ne? Wir haben nicht viel gerissen nach vorne bis jetzt. Ne? Ist nicht so Premium gewesen. Gavi kommt rein für Thiago. Ja, schauen wir mal. Da nochmal gut nach vorne kommen. Mit Robben. Jetzt hier mal auf der Außen. Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen mit Robben pacen, Alter. Jetzt müssen wir mit Robben mal pacen. Können wir mal mit Robben pacen, das war ein Foul. Das war ein klares Foul, Junge. Wenn er Pech hat, ist es sogar eine rote. Weil so gehst du nicht rein. So geht man eigentlich nicht rein. Dann ist nur eine gelbe für Luis. Felipe Luis. Ja. Nur eine gelbe. Robben bringt es doch hier die Flanke rein. Die Flanke kommt gut rein. Da ist niemand, was da gut abnehmen kann. Irgendwie bis auf der Götze da in der Mitte, ne? Was da steht. Stand, nicht steht, er steht da nicht mehr, er stand dort. Da Mustafi auf Götze, auf Vidal, der auf. Hey, was ist das für eine Scheiße, Alter? Wie ich sowas hasse, echt. Gib mir noch einen lieber Robben, Alter. Hätte mir einen Robben gegeben, Alter, er hat dann zum Robben da den Pass gespielt. Jetzt hat aber wenigstens mal wieder einen Schuss hier. Es geht ja gar nicht. Ohne Schüsse hier aus der Partie gehen hier. Ja. Wenn wir einen Schuss brauchen, dann steht es ja 1-0 für Madrid oder was hier. Ist ja auch nicht so schön, wenn es jetzt nochmal so spannend wird auf einmal. Ah, super. Alaba. Mal hier über Ribéry-Seite, über die linke. Schauen, ob da was funktioniert mit Pace. Hey, Gabi. Gabi, komm. Gabi, verpissel dich. War gar nichts, okay. Schade. Die meisten pfeifen sie sogar die Situation ab. Super. Super, Götze. Super. Hat er echt gut gemacht. Götze geht auch gleich raus. Götze darf dann raus und Mandzukic darf dann raus. Der Ex-Atletico. Ah, der Ex-Atletico.
Ex, der Ex-Athletiker. Athletiker. Jojo, ich bin Athletiker. Hallo. Hey, grüß Mann. Man muss mal aufpassen. Robben macht es stark. Macht er nicht, weil es ein Foul ist. Denk mir, irgendwie mal, das ist als erstes so 11 Meter, aber nein, dann gibt es so einen Freistoß. Und er wurde sogar noch gefährlich, du. Der Oliver Torres, der klatscht erstmal eine Runde. Ja. Jetzt kommt die Flanke da rein. Alaba macht's klar. Klärt ihn. Und jetzt kann Ribéry laufen. Jetzt kann Ribéry mal ein bisschen laufen. Er hat Tempo. Ribéry hat Tempo. Willst du mich verarschen? Ich gehe nach außen. Was macht er? Er geht nur so Millimeter nach außen. So ganz kleinen Millimeter. Was ist das? Boateng, den klärst du oder? Ja. Neuer hier. Alaba nochmal hier dran gewesen. Nochmal gefährlich werden. Also aber Boateng und klärt. Na jetzt, das können wir ein bisschen für Götze kommen. Lewandowski läuft sich hier schon in Position. Ah, schade. Schade. Ha, Lewandowski raus. Lewandowski hat nicht viel gerissen bis jetzt. Na, Ribéry muss raus. Costa darf jetzt rein. Machen wir es anders. Zack. Zack. Ach, was mache ich da? Costa in die Mitte. Ja. Und passt es auch. Vom Tempo her hier, da kann man ein bisschen mehr über Tempo spielen. Und in FIFA 16 nicht mehr so viel bringt wie jetzt in FIFA 15, aber dank den Updates gibt es ja jetzt halt viel mehr Situation. Was war jetzt, Schiri, Mann? Mich verarschen. Da geht doch da Vidal hin oder so. So. Der muss weg. Jax Martinez. Müller, was machst du? Muss mal aufpassen. Robben, super. Super hat er den Fuß da reingelegt. Super hat er das gemacht hier. Ja, jetzt müssen wir trotzdem aufpassen. Carrasco, aber naja. Ist da. So, auf Coman. Er ist noch ein bisschen frisch. Ah, verdandelt fast den Ball hier. Ah, super. Super. Ah, Alaba kann aber nicht mehr wirklich laufen. Aber Costa kann laufen. Costa kann auch laufen. Das sieht man ja. Sieht man, er kann auch laufen. Jetzt müssen wir ein bisschen nach außen ziehen. Und dann auf Mandzukic. Ah, schade. Jetzt gucken wir mal ein bisschen hier mehr über alles andere kommen. Ah, Oblak hat ihn. Ja, spiel ein bisschen ruhig und dann nach vorne damit. Da steht aber nur Mustafi von uns. Ja. Sonst steht da keiner. Das ist Coman. Das ist der Kingsley, komm. Komm, Kingsley. Bisschen nach innen. Ach komm. Da spielt man so einen guten Pass und Müller läuft dann wieder in die Richtung, wo er nicht hinlaufen sollte. Ja. Da läuft er wieder dahin, wo er nicht hinlaufen soll. Ey, das ist immer so nervig. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt muss Mustafi da hinnehmen oder nicht? Okay. Was macht Coman jetzt in der Mitte? Oh, oh. Ist das nicht so? Alter, gib mir noch mal die Spieler, die was ich haben will. Lahm, stark gemacht. In die Mitte, hier auf Costa. Auf Coman. Auf Müller. Dass der sich so eine halbe Stunde auf einmal braucht zum Drehen hier, ey. Oh. Ja. Na, 0-0 geht ja eigentlich bis jetzt. Es sind ungefähr nur noch 7 Spiele, wenn man jetzt hier weiterkommt. Ja. Bis wir ein Triple gewonnen haben hier. Wenn wir das Triple gewonnen haben. Ja. Wenn wir dieses Spiel, das nächste Spiel gegen Atletico Madrid gewinnen, dann sind wir sicher in der Champions League, im Champions League Finale. Ja, es war jetzt ein ganz okayes Spiel. Ja, nicht viele Torchancen, nicht wirklich vieles ist passiert in diesem Spiel. Ja, ich werde, glaube ich, langsam krank. Aber ich werde ja weiter Videos machen für euch. Weil ich einfach Lust darauf habe, immer Videos für euch zu machen. Ja.
Jetzt müssen wir hier sie mal motivieren hier mal. Ein bisschen. Ja. Kein Glück in Frankreich. Okay, Nationalmannschaft sofort, den will ich aber nicht. Will ich in der Türkei. Ja. Komm alles nehmen, ne? Ah, das nächste Spiel ist auch schon wieder gegen Atletico Madrid. Jo. Jetzt müssen wir ein bisschen hier schauen, was wir so machen dann. Was haben wir denn da für drei Nachrichten? Monatliches Jugendupdate. Wieder viele haben wir ja nämlich in der Jugendmannschaft. Oh, wow. Dass sie mir das zeigen. Ja, sehr interessant. Wir bräuchten eigentlich ein sehr fittes Team. Ja. Tue ich mal einen Alarm heute mal raus. War kein Torwart oder sowas, muss ich auch noch wechseln. Ne? Für ein Testing. Testing muss ja noch rein. Das mache ich jetzt gleich alles nach der Aufnahme und natürlich auch sagen, Leute. Wir sehen uns morgen in einer guten Auflösung, alles Mögliche und so weiter. Ne? Lasst einfach eine positive Bewertung da, wenn euch dieser Part gefallen hat, und dann zeige ich sagen, abonnieren nicht vergessen. Teilt dieses Video mit Freunden und so weiter, wenn ihr helfen wollt mir. Und dann schaut auch noch bei einer Freundin von mir vorbei. Link unten in der Videobeschreibung, list_smart. Smart, nicht smart, heißt sie. Ja, also Leute, haut rein, bis jetzt mal und ciao.